bundesweite Eröffnung der Adveniat-Weihnachtsaktion im Münchner Liebfrauendom. Kardinal Reinhard Marx feierte einen Gottesdienst und rief zur Bewahrung der Schöpfung in den Ländern des Amazonasgebiets auf. Es ist sehr gut, dass in diesem Jahr das Amazonasgebiet ins Blickfeld gerückt wird, das so wichtig ist, auch für das Klima der Welt, wie wir wissen. Und die Zerstörung gerade dieses großen Lebensraumes ist eine große Herausforderung. Es darf nicht passieren. Daran erinnert uns auch Papst Franziskus. Nämlich mit seiner Enzyklika Laudato Si, in der es um Umwelt- und Klimaschutz geht. Rücksichtslose Ausbeutung von Rohstoffen, Wasserkraftwerke oder Soja-, Zuckerrohr- und Palmölplantagen. Das alles zerstört die Lebenswelt der ursprünglichen Völker Amazoniens. Darauf machten die Gäste aus Lateinamerika aufmerksam. Sobretudo quando si tratta das populações indígenas, o reconhecimento dos seus territórios. Wir müssen die indigene Bevölkerung schützen. Es müssen Schutzgebiete ausgewiesen werden, mit klaren Grenzen für diese Schutzgebiete und entsprechender Bewachung. Als zweites muss diese Mentalität überwunden werden, diese Art des Denkens, in dem indigene Völker Menschen von zweiter oder dritter Klasse sind. Und drittens, wir sollten ihre Lebensart respektieren. Es sind keine Konsumgesellschaften, keine Gesellschaften, die produzieren, um dann zu konsumieren. Sie leben im Einklang mit der Natur und das sollten wir respektieren. Im Dezember sind die Gäste aus Amazonien in Deutschland unterwegs, um von ihrer Heimat zu erzählen. Übrigens, die Weihnachtskollekte in den Kirchen vom 24. und 25. Dezember geht an Adveniat und somit an die Menschen in Lateinamerika.